So, wieder zurück. Willkommen im Kanal hier Fritz Emons Klavierschule Band 1. Inzwischen sind wir schon so weit gekommen, dass wir nach diesem orangenen Blatt sind mit dem Good Morning drauf. Es geht weiter mit Hänsel und Gretel, dem deutschen Volkslied. Dieses Video wird kürzer. Ich habe mir das jetzt echt mal vorgenommen, weniger erzählen, mehr spielen und dann sind wir nämlich dann ruckzuck schon bei Seite 1000. Wie viel haben wir überhaupt? Paar 80, ne? Oh, geht das wieder los. Ich mache jetzt erstmal Hänsel und Gretel. Fertig? Los geht's. Ich mache jetzt Hänsel und Gretel, wie er redet. Ich spiele das jetzt mal vor. Hänsel und Gretel, das kennt jeder. Deutsches Volkslied. War jetzt ein bisschen schnell gespielt, kennt mich ja schon. Immer Originaltempo runter, donnern, nee, ist klar. Wir machen mal Metronom, Tempobremse 100. Dann wird der Jörg wieder, der war so wieder. Geht auch. Einmal noch mit 100. Ich finde es eigentlich auf 100 klingt es auch ganz gut. Man muss es wirklich nicht so runterbrettern. So, ganz kurz als Besprechung. Jetzt gibt es hier diese Sache mit der ersten Klammer. So sieht man es, ne? Erste Klammer, zweite Klammer. Erstes Mal, deswegen 1 Punkt erstens, 2 Punkt zweitens. Beim ersten Mal spielt man Hänsel und Gretel. Sieht man auch im Text schon, ne? Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Und dann muss man ja wiederholen. Es war so dunkel und bitter, bitter kalt. Daran kann man es gut erkennen. Da muss man nämlich das nicht bitter, bitter Wald nochmal spielen. Quatsch, ne? Sondern mit bitter, bitter kalt. Das wird die erste Klammer ausgelassen. Man spielt dieselben Töne wie vorher auch, aber springt in die zweite Klammer und spielt dann hier unten. Nämlich das sind doch etwas andere Töne. Sieht ihr, ne? Seht ihr, ne? Linke Hand spielt nämlich hier dirdi-dirm. Fast richtig gesungen. Und dann machst du nämlich dö, 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 dö. In der zweiten Klammer. Ne? Ganz gut zu wissen, das ist für alle Musikstücke auf der ganzen Welt immer gleich. Erste Runde, erste Klammer, zweite Runde, zweite Klammer. Und die erste wird ausgelassen. Dann spielt man weiter, 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 Schluss. Okay? Noch einmal, weil es ja vielleicht nicht ausführlich genug erklärt war. Mit einer anderen Perspektive. Dann sieht man ihn mal wieder Klavier spielen mit seinen ganzen Bewegungen. Ne? Ganz aufmerksam unter euch, die mich auch schon länger kennen, haben wahrscheinlich gemerkt, der war so, macht immer so seinen eigenen Kram so dazu. Dann wird er mal schneller, dann wird er so ein bisschen langsamer, dann wird er wieder ein bisschen schneller, dann wird er wieder ein bisschen langsamer. Darf der das? Macht er einfach. Das nennt man so künstlerische Freiheiten, die man da so hat als Mensch, wenn man Musik macht. Ne? Und gibt ja auch andere Komponisten, nicht nur hier deutsches Volkslied. Mozart, Sonate, Beethoven, die haben ja auch, da steht zwar ein Tempo drüber, meinetwegen Allegro gleich schnell, aber dann ist es, das ist, dann musst du selber entscheiden, was ist denn bei dir schnell? Ist jetzt schnell so richtig schnell oder mehr so schnell, dass man sagen kann, ist das schon ganz schön schnell oder ist es einfach übertrieben wahnsinnig schnell? Da gibt es also auch ganz schöne Unterschiede. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr andere
Interpretin von dasselbe Stück eintippen, bei YouTube meinetwegen, was weiß ich, KV331, tippt da mal ein, ne? Köchelverzeichnis 331. Man braucht bei YouTube nur die Opuszahl oder das Köchelverzeichnis oder Bachberger-Verzeichnis. Man muss nicht mal den Komponisten dazu wissen. Macht man den Test KV331 eintippen und dann kommen sie, die ganzen verschiedenen Versionen von dem. Es müsste dann ungefähr so losgehen. Das falsche Köchelverzeichnis gesagt. Das wäre natürlich peinlich. Alter. Nein, das wird schon stimmen. Köchelverzeichnis 301, das habe ich doch mal früher mal gespielt in meiner Jugend. Mozart-Sonate A-Dur. Ja, das stimmt. Ich schneide das nicht raus. Wenn das jetzt, dann habe ich halt selber Schuld. Dann musst du dein Köchel schon richtig auswendig können, Alter. Mozart, 1756 bis 1791, Köchelverzeichnis 331. Das stimmt. Hört euch die mal an, von verschiedenen Interpretinnen und Interpreten gespielt. Ihr werdet euch wundern. Manche spielen das so, andere spielen das komplett anders. Aber was alle so richtig, alle machen das nämlich so. A-Dur, keiner spielt das so. Das wäre dann, dann hätte man, würde alle sagen, ey, gibt's nicht. Meinetwegen langsamer. Aber auf keinen Fall in Moll. Da hätte man ja die Tonhöhe verändert, das ganze Stück wäre dann ruiniert. Ein etwas anderes Tempo kommst du mit durch. Da sagt keiner großen, oh ja, hey, pass mal. Dann gibt es sofort wieder Ärger, alle zeigen den Vogel, du spinnst jetzt herum. Da steht, bist du, also, ne, Andante Grazioso, da machst du hier so ein Allegro Vivace draus. Jetzt, das darf man auch nicht, aber man hat so einen kleinen Rahmen. Ne? Die berühmten zwischen 80. Er will mit 80 und 100, da geht einiges noch an Schwankungen. Das wird zu schnell. Nee, nicht einen Takt 80, da kann man nicht machen. Dann müsste man. Ich kürze jetzt hier mal ab. Mozart machen wir ein andermal. Demnächst kommt wirklich mal Köchelverzeichnis 331 dran. Eine Schülerin spielt das gerade, braucht ein paar Tipps. Ne? Kommt. Mal wieder keine Namen nennen. Kommt. Nächstes, übernächstes, überübernächstes Video, mal gucken. Hänsel und Gretel soweit geklärt. Diese Anschlagsübung Stützfinger machen wir erstmal nicht. Habe ich auch ziemlich Respekt, weil mit Stützfinger spielen ist nicht jedermanns Sache auf der ersten, zweiten, dritten Jahr Klavierunterricht. Kann man so machen, aber das erfordert auch schon pianistische Fähigkeiten, die man mit dem sechsten, siebten, achten Lebensjahr vielleicht noch gar nicht hat. Und sich dann irgendwie was einübt, was vielleicht ganz falsch ist. Also ich überspringe diese Seite gerne, diesen unteren Teil, und gehe dann direkt zum Teil, wo man beide Hände auf C, also linke Hand, fünfte Finger unten C, ne? Rechte Hand, Daumen Mitte C, wie immer eigentlich so. Aber jetzt kommen schon Stücke dran, die sind auch parallel. Und das ist eine etwas andere Spielweise und deswegen machen wir jetzt direkt weiter hier, 56, 57. Mit einer richtig coolen Übung, die noch kommt, Seite 57 unten. Merrily we roll along, spiele ich ganz gerne mit meinen Schülern. Den Kahn, den machen wir mal ganz kurz eben durch, der geht, aber das ist halt wieder so ein, das ist wieder so ein Stück. Nichts gegen F. E. Fritz Emolds mit seinem Kahn. Ich spiele mal vor, dann wisst ihr, was ich meine. Weiter geht's. Welches Stück gefiel dem Klavierlehrer besser? Boah. Ich habe neulich mal eins von zwei von meinen Videos selber angeguckt. Und ich mir vorab schon mal pauschal entschuldigen für alle komischen Jokes, die ich so mache. Und war mir gar nicht so bewusst, dass das zum Teil richtig. Naja, gut, man kann manchmal drüber lachen. Ich stelle mir gerade Schüler vor, die mich so seit 5, 6,
Ach, manche haben sich 10. Ich habe eine Schülerin seit 1995 und die hat immer noch bei mir Klavierunterricht. So ungefähr so meine Alter, die Frau. Junge, die ganzen Sprüche über die Jahrzehnte. Na gut. So ist er. Manchmal nicht so ganz so ernst. Aber es geht hier um ganz ernste Sachen. Klavierspielen, so, man sagt immer, soll ja auch Spaß machen. Aber es macht ja erst Spaß, wenn man es ein bisschen kann. Ne? Hier, draußen friert es, der See ist zugefroren, man kann Schlittschuh laufen. Wart ihr schon mal auf dem Eis und es war euer erstes Mal mit Schlittschuhen? Kennt ihr das Gefühl? Alle haben Spaß, fahren so meistens in so einem Kreis, und so, wenn es eine Eishalle ist. Und so. Und dann, hey, guck mal, da kommt der Tellmann, hallo Tellmann. Alter. Erst einmal auf dem Eis, buchstäblich bist du sofort erstmal auf dem Eis. Ellenbogen, Kniescheibe, Junge, Junge, Junge. Das war, was, wieso haben die alle so einen Spaß? Ach, die können schon fahren. Ah, bei mir ist es immer so, klisch. Ne? Und dann früher in meiner Jugend mal Eishockey gespielt, rückwärts fahren, kein Thema, so also mit dem Schläger und so. Die Hockeyspieler unter euch, ne? Wenn man fahren kann, macht das Spaß. Aber die erste Runde auf meinen Hockeyschlittschuhen, da war ich so 13, 14. Der erste kommt an, rempelt die so weg, ne? Und ich so, wow, ja. Weiß ich heute noch. Das war, oi. Und das ist beim Klavierspielen genauso. Sobald man nämlich Klavierspielen kann, macht's Spaß. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und das geht halt nur, indem man regelmäßig Klavier übt. Stündchen, zwei am Tag kann ich empfehlen, wenn man es eilig hat. Ne? Wer die Ruhe weg hat, dann reicht ja auch eine halbe Stunde am Tag. Aber Minimum. Minimum eine halbe Stunde. Sonst kann man ja nicht mal, sonst kann man nicht mal seine Fingerübung machen. Hier, nächstes Stück ist gleich, zeige ich mal kurz eine Fingerübung. Die ist richtig gut. Die kann man erkennen hier. Ne? Übung. Exercise. Exercise. Woran kann ich erkennen, dass eine Französisch, andere Englisch ist? Einmal schreibt man es mit S, einmal mit C. Ne? Ansonsten gleich. Ja, gut zu wissen. Die Franzosen mit dem C, die Engländer mit dem S. Ja? Ja, so ist das. Immer, in der ganzen Schule immer erst Deutsch, dann Englisch, dann Französisch. Eigentlich eine richtig coole Klavierschule, wenn man sowieso drei Sprachen lernt, gerade im Leben. Ne? Die meisten Schüler haben Englisch und Französisch in der Schule. Manche haben auch Latein statt Französisch. Aber Englisch und Französisch und Deutsch kann man direkt hier in dieser ganzen europäischen Klavierschule direkt mitlernen. Was ich übrigens cool gefunden hätte, nur so ich es, ne? Man hat ja genug Platz zum Drucken, man kann ja auch noch Spanisch, hätte man ja auch noch. Wenn ich jetzt mal so anmerken darf, muss ich mal anrufen bei dem Verlag. Was denn mit Spanisch? Das ist ja auch ein riesiges, ne? Spanien ist ja auch so eine von den, na gut, Europa. Die Übung. Donner. Der war so wieder mit seinem Supertempo. Junge, 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 Junge. Entschuldigung, warten Sie. Reicht vollkommen, um die Töne erstmal zu checken, also ne, zu überprüfen und richtig zu spielen. Aber was ist denn jetzt los? Wieso? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt, auch bei der anderen Übung noch gar nicht. Was ist denn, welch, was sind das, was ist das denn für eine Note? Hier muss ich mal näher ran, ne? Was ist das denn? Ist doch keine Note, ist nur so ein Strich mit einem Pfeil. Ist ein Pfeil nach oben. Ah, also wenn man hier den Daumen beim C, dann den Daumen beim D, dann den Daumen beim E, dann den Daumen beim Pfeil. Ah! Das, ne, ich tue jetzt mal so, als wüsste ich das nicht vorher. Das ist ein und so weiter Pfeil. Warte mal. U, S, W. Und so weiter. Kennt ihr das, ne? Wenn einer U, S, W schreibt, das ist ein U, das ist ein S, das ist ein W, U, S, W. Ja, es geht immer so weiter. Die hatten bloß keinen Platz oder keine Lust, keine Ahnung, das alles nochmal einzuschreiben. Weil sie dachten, dass wenn man den Jugendlichen und den Kindern das einmal gecheckt, gezeigt hat, ne? Daumen immer ein weiter, Daumen ein weiter, Daumen ein weiter. Irgendwann sagen alle, jo, ich weiß, wie es geht. Immer ein weiter, ein weiter, ein weiter, ein weiter, weiter, bis oben hin, ne?
Und dann wird nämlich der letzte noch aufgeschrieben, wo Schluss sein soll. Nämlich hier ist das wieder unser C2 in dem Fall. Ne? Also haben wir das F, das G, das A und das H haben wir uns quasi gespart. Ja, das ist der Grund. Und so weiter. Das gleiche gilt für hier unten. U, S, W. Hier muss der Punkt hinter. Ne? Ach Mann, ey. Ist ja nicht eher. Gut, das ist Pech. Falsch geschrieben. Der Punkt gilt hinter das W. Was heißt das hier genauso? Und so weiter. Rückwärtsgang vom G zum F zum E zum... Ah, ihr könnt die Tonleiter nicht rückwärts. Wer kann eigentlich A, B, C, D, E, F, G vorwärts? Alle. Prima. Und rückwärts mal eben vom G rückwärts. Zacka, 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 zacka bis zum A. G, F. Ja, das dauert schon länger. Ne? Das ist, ich hab... Wir haben ja nur diese A, B, C, D, F, G, ne? E, F, G. Dann geht's wieder los. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Die Musiker haben halt, abgesehen dafür, dass man hier im Deutschen H sagt, und zwar nur die Deutschen sagen dazu H. Fährst du über die Grenze nach Holland, heißt es schon B. Ist so. Ne? Die Niederländer sagen hier A, B, C und so weiter. Und dann sagen sie hierzu nämlich Bess. B wie mit dem S, Bess. Ne? Wir sagen E mit S, B mit B, Bess. Wir, nur in Deutschland, sagen zu dem B aber H. Nur, dass du das mal wisst. Also, wir haben irgendwie unser Alphabet früher mal, wann war das überhaupt? Um 1500 fing das, glaube ich, an mit den Notennamen, ne? Nach den Solmisationssilben. Ich habe Musikgeschichte nicht so richtig aufgepasst, aber da hat irgendeiner mal nicht aufgepasst und hat zu dem B nämlich H gesagt. A, B, C, D, E, F, G. Und da, seither heißt es im Deutschen A, H, C, D, E, F, G. Und wir sagen zu der schwarzen Taste B. Habe ich jetzt echt meinen Kopf die ganze Zeit im Weg? Oh Mann, Junge. Ja, B, C im Holländischen, Niederländischen oder auch Englischen oder alle anderen Sprachen sagen normal A, B, C. Nur wir sagen A, H, C. Nur zur Info. A, B im Deutschen hier, ne? C, E, F, G. Zur Übung zurück. Und so weiter Pfeil. Also, wenn man hier hochkommt. Ton habt ihr vielleicht auch gemerkt, dieser, der letzte, hier und da auch noch, ne? Das ist eine ganze Note mit einem Punkt. Der Punkt verlängert immer um die Hälfte des Wertes, also die ganze plus die Hälfte dazu, ganze plus halbe macht dann eine 6 Viertel, 6 Schlagnote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, weiter geht's. Ne? Und hier am Ende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stopp. Nicht nur 4. Ganze, das sieht vom Weiten aus wie eine normale ganze Viervertelschluss. Nee, nee, nee. Da ist noch ein kleiner Punkt dran. Also nochmal die Hälfte oben drauf. Die Hälfte von 4. Zusammen 10. 4 plus 2 sind richtig. Oh, eine richtige Mathe-Stunde. Okay, ich wollte ja nicht so lange machen. Das war eine wichtige Seite. Doppelseite hier. Beide Hände auf C. Da war sogar noch Hänsel und Gretel mit drin. Jetzt mache ich mal Schluss. Danach kommt Dur und Moll auch gut. Stücke in Dur und in Moll zu spielen. Seite 58. Gut, das aber, warte, im nächsten Video geht es dann weiter mit Dur und Moll, Seite 58. Ich blende mal hier aus, macht's gut.